Berlin. Die TSG Neustrelitz gewinnt das Heimspiel 3:0. Das ist ein Ergebnis. War ein schwerer Gang, aber ich denke mal, die Handschrift des Trainers ist doch zu erkennen. Das Ganze jetzt in Aufarbeitung natürlich beginnen mit unseren Gästen. Thomas Herbst natürlich. Ja, erstmal Glückwunsch an Neustrelitz für den Sieg. Ich denke, dass die erste Halbzeit schon ein bisschen davon geprägt war, dass beide Mannschaften die Fehler des Gegners erwartet haben. Die machen Sachen, dass wir nicht so vorher haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber letztendlich sind wir in der Ausgangssituation gewesen, dass Neustrelitz mehr investieren muss. Das nervt mich schon ein bisschen, wenn ich mal über die Schiedsrichter reden muss, aber das kann ich mir mal nicht verkneifen. Weil ähnlich wie schon gegen Alpinike sieht man ja doch so eine einseitige Haltung mit vielen gelben Karten, wie das mal für uns. Ich denke, dass die gelb-rote Karte total überflüssig war. Da war dann auch unser Patrick Wendel mit bei. Und das nervt immer, wenn Schiedsrichter Spiele entscheiden. Genauso für mich ein klarer Spieler auf unserer Seite. Bei den Temperaturen in der Situation ist es natürlich sehr, sehr schwierig, so eine Spiele mal umzudrehen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Trainer immer schön Tore gemacht hat. Aber für den Wunsch, der sieht man wirklich nicht fair. Und deshalb dachte ich ja, dann nervt es schon, mit sich über Schiedsrichter zu reden. Aber man sollte auch zu so einem Spieler mal öfter mal Schiedsrichter auch verschicken. Weil, wenn man, wie gesagt, viel investiert, ich denke, das ist ja hier genauso. Und sieht sich dann schon alle zwei Wochen dann in der Situation, dass man schon die Fühler, wenn man hier irgendwo nicht ernst sind, dass man da verschaukelt. Was man sich dann auch von oben heran behandelt hat, das ist schon ein bisschen demütig und aus meiner Sicht schon das Fläche. Aber gut, wir haben das Ziel, sportlich zu nehmen und deshalb nochmal Glückwunsch, soll der Sieg oder den Sieg an der Stelle nicht mehr dann gegen Kalle stehen. Ja, vielen Dank, Thomas Herr. So, das Ganze aus der Sicht der TSG Neustrelitz, natürlich Thomas Gregorczyk. Hallo, erstmal, so dass ganz kurz zum Spiel. Ich habe euch meine letzte Pressekonferenz hier in Neustrelitz versprochen, dass wir werden kämpfen um unsere Punkte. Schade, dass wir haben keine Punkte gebracht, sondern mitgebracht aus vorletzten Spiel. Wir sind dort Hause, aber wir haben richtig gut diszipliniert hintergespielt, aus den zwei Feldern. Aber ich habe Jungs gesagt, Jungs abhaken. Wir sind zu Hause, wir müssen hier dieses Spiel gewinnen. Ich war ganz ruhig vor dem Spiel, weil ich habe gewusst, welche Arbeit wir haben investiert in den letzten zwei Tagen und wie Mannschaft konzentriert geht in dieses Spiel. Ich habe einfach gesagt, so Jungs, ich wünsche euch Spaß bei diesem höllischen Wetter. Kommt ein oder andere Zuschauer mehr, wenn wir spielen attraktiven Fußball. Und ich muss sagen, so war ein paar neue Positionen heute, so gerade auch Torwart, Innenverteidiger war Balocki. Unsere Japaner Okumura war heute Sechser. Täglich hat von Anfang an gespielt. Wir haben so ein bisschen umgestellt. Das zeigt, wir haben schon Kader, auch von richtigen Ehrgeizleuten. Sie haben ein super Spiel heute gemacht. Und ich würde so nichts viel sagen wegen dem heutigen Spiel. Die Jungs, sie haben alles gezeigt und gesagt auch, wie können wir Fußball spielen. Da diese Situation ist einfach so, dass intensive Situation ist Wahnsinn. So bis Samstag, wir haben noch zwei Spiele mehr. Das liegt auf meinem Kopf und meiner Idee, wie soll schnelle Regeneration kommen. Aber wir werden kämpfen bis letzte Pfiff in dieser Rückrunde um unsere Punkte. Und ich muss sagen, so, dass langsam wir werden auch zeigen, meine Spielphilosophie und Fußball war schon zu sehen. Natürlich liegt auch in dieser Situation, dass wir waren in der zweiten Halbzeit Überzahl. Das ist normal. Aber wie können wir nach vorne spielen? Das haben wir gezeigt, so in zweiter Halbzeit, weil wirklich so ein, zwei Tor mehr zu machen. Ich möchte so erstmal hier zur Seite lassen. Wir haben so gekämpft hier und war klar schwer für uns, nach Niederlage gleich wieder zurückzukommen. Da in der Schweiz passiert nicht so öfter früher solche Situationen. Jetzt, wir haben verloren vorletztes Spiel, wir sind wieder zurück im Spiel. Ja, und ich gucke nichts Gegner, was ich mache. Ich habe Jungs gesagt, letzte fünf Spiele, wir müssen mental stark arbeiten. Und ich bin überzeugt, auch wenn ich gucke jetzt nach Spiel in Kabine rein, das sind Leute, welche kann diese Regionalliga hier halten. So ein Spiel ganz kurz, nochmal, dass von Anfang an war auch zu sehen, und das ist so, dass das liegt nach nichts Position, das liegt einfach nach Mentalität. War auch
zu sehen, wie Jungs sie wollen. Und gerade was Thomas hat gesagt, war von Anfang an, von der ersten Fünf zu sehen, dass wir wollen mehr, diese drei Punkte als Gegner. Und wir müssen wieder von Anfang an am Mittwoch gegen Baka so spielen. Matur auswechseln, der dann hinten auch noch, ja, ich will jetzt nicht sagen kollabiert ist, aber der dann auch noch lag. Gibt es da schon ja, irgendwie eine Diagnose? Unten hatte ich jetzt auch den RTW noch gesehen. Wie hast du schon irgendwas raus, was mit ihm ist? Ja, also der ist alles umgeknickt, das ist ja schon schwer verstaubt, Minimum. Ich denke, dass da eine Untersuchung noch ansteht. Warum er kollabiert ist, ja, das waren heiße Temperaturen, das war, denke ich, wie alle Akteure da unten. Wenn er wollte, wird keine leichte Aufgabe und ich denke, dass das vielleicht auch gleich so mit dem Bus zusammengefahren wir haben, dass er da vielleicht schwere Anfälle bekommen hat. Und ja, das war so besser von Amateur, aber ich denke, dass es ihm jetzt schon wieder besser geht. Ja, dann eine Frage an Herrn Gregorczyk. Sie hatten letzte Woche im Interview gesagt, ja, alle Spieler sind für Sie Gold wert. Hat das heute das gezeigt, dass Sie auch jeden Spieler im Kader setzen? Wie gesagt, ein Tor Junghan jetzt reingebracht, dann auch die Spieler untereinander auf den verschiedenen Positionen nochmal getauscht? Ja, das, da ich von Anfang an nicht habe, so dass in dieser intensiven Situation, ich muss auch schon Jungs im Training sehen. Ich möchte hier ein bisschen länger Trainer sein, das heißt für Zukunft schon, für neue Saison. Ich gucke auch, wie Jungs sie sich präsentieren in 90 Minuten Spiel. Deswegen so, ich muss auch schon für Zukunft für neue Saison denken. Deswegen so, ich möchte schon arbeiten weiter mit Spielern, welche identifizieren sich mit diesem Verein hier und da gibt richtig Gas in neue Saison. Und deswegen so, ich möchte schon auch eine oder andere Chance geben. Und da, auch wenn zum Beispiel eine oder andere hat heute nichts gespielt, sie kriegen eine Chance. Ja, und Abschlussfrage, ich sag mal, es ist ja auch Gold wert, so ein Alexander Lukas dann in der Halbzeitpause, dass man den dann nochmal ja, bringen kann, der ja dann auf der linken Seite dann doch enorm nochmal für Wirbel gesorgt hat und ja, sag ich mal, seine Startleistung hinten raus dann auch mit seinem ja, Saisontreffer dann krönt. Ja, ich sage so, dass so wie von Anfang an, jeder Spieler für mich ist Gold wert, gerade in dieser Situation und nichts nur diese Spieler, welche schöne Tore, waren auch schöne Tore dabei, aber diese Spieler, welche sind für schwarze Arbeit, wie zum Beispiel heute der ganze defensive Block, wie bei der Sechser. Und Luki war angeschlagen, deswegen hat nichts von Anfang an gespielt. Ist einfach so, diese Situation muss man ehrlich sagen. Und ich habe ihm gesagt, wenn kommst du rein, schießt du dein Tor und hast ein paar Schuss gemacht. Und da diese Vertrauen, welche gibt es Spieler, da kommen auch zurück. Ja, aber sie müssen von Anfang an investieren. Alles, ganze Kraft, ganze Qualität in jedes Training und in jedes Spiel. Und da kommt irgendwann zurück, ja, auch in diese schwierige Situation, intensive Situation. Ja, herzlichen Dank an Olli Presse. Ja, DRK, Altklinik, Lok Leipzig sind die nächsten Reiseziele der TSG, hoffentlich dann auch gekrönt mit vielen Erfolgen. Noch einen schönen Sonntag wünsche ich und dann zum nächsten Heimspiel hier in Neustrelitz wieder. Herzlichen Dank.